Nintendo. Wichser! Prevent. Metroid Dry. Super Metroid. Ja, willkommen. Bonnie 2.7 hier. Mein erstes Let's Play, was ich jetzt mache. Und wir fangen einfach mal an. Und ich erkläre, während ich spiele, über das Spiel, was wir so zu machen haben. Ja, einfach mal Start. Game. Der letzte Metroid ist in Captivity. The Galaxy is at peace. Es herrscht wieder Frieden im Universum. Oh. Samus, Angry Eyes. Auf Zeus bekämpft dich die Metroids. Ja, das tut ich. Oder das tat ich. Und ihren Anführer Mother Brain Ultra. Ja, das ist aus dem ersten Teil, wo wir Mother Brain das erste Mal rumgelegt hatten und komischerweise ist er wieder zurückgekehrt. Warum auch immer, ja. Boah, über Explosion. Als nächstes musste ich die Metroids auf ihrem, ja, ich weiß nicht, na, auf ihrem was? Auf ihrem Heimatplaneten SR388 ausrotten. Ja, und das auf dem zweiten Teil, wo wir das letzte Exemplar von den Metroids gefangen genommen haben. Also sprich, das haben wir mal nehmen lassen und es ist nur noch ein Exemplar übrig und... keine Ahnung, was damit los ist. Ah, hier wird der Name beschrieben. Ein letztes Exemplar der Metroids brachte ich. Ja. Was zum Scheiße? Was ist denn jetzt los hier? Abbrechen. Okay. Sorry. Brachte ich zur Raumforschungsstation Ceres. Ceres ist ein bekannter Name, muss ich sagen. Oh, eine Opa mit seinen Wichsgriffen. Im Deck. Ja, dort entdeckte man die Metroids als alternative Energiequelle. Ja, als alternative Energiequelle. Ich frage mich, woher ich das auf einmal weiß. Ja, da so untersuchen sie gerade diese komische Metroid und der Opa sagt da, das funktioniert so nicht, du hast Scheiße gebaut. Irgendwie so. Nachdem ich Ceres verlassen hatte, muss ich auf einmal aufs Klo gehen. Ja, erreichte mich einen Hilferuf. Die Forschungsstation wurde angegriffen. Oh, wie dramatisch. Das ist so geil. Boah. Fette Geschwindigkeit. Space Colony. So. Na denn? Boah, alle blau. Und sie ist natürlich alles einzig Geld, na klar. Gut. Dann fangen wir mal gleich an. Cool, cool, cool. Alles klar. Alles klar. Verstehe, verstehe, verstehe. Gut. Springen. Laufen. Steuern. Alles klar. Zip, zip, zip. Wup. Alles so mysteriös. Alles so verlassen. Und hier ist ein Toter. Oh, ey, du, sag mal was. Boom, boom. Tot. Alles klar. Verstehe, verstehe. Warum auch immer? Naja, gut, okay. Lass mal einfach mal liegen. Sowieso hingerichtet. Oh, ist das hier ein langer Raum? Langer Raum? Langer Raum? So, was ist hier los? Interessant. Ein Raum und ich komme wieder nicht raus. Klar, so logisch. So logisch. So logisch. Du? Pff. Alles klar, funktioniert nicht. Ah, da ist was! Oh, Ridley, und ins Maul schießen. Ins Maul, richtige Zahnkur. Oh, was ist denn los, Alter? Oh, er denkst, bist ein harter Hund? Machst du einen auf Profikiller, Alter? Denkst du, das ist der übelste Harte hier? Joints einstecken? Frisch lackierte Eminem-Verschnitt. Was ist los? Ja, hau bloß ab, Alter. Jetzt mache ich Jagd auf deinen Glattensäckchen. Emergency, nein!
Self-Destruction-Sequence activated. Oh, sofortige Evakuierung der Raumstation. Verschwinde. Sprich, renn um dein Leben. Oh, krasse Musik, Alter. Richtig zum Sterben, Alter. Alles klar, springen. Okay, da lang. Oh, schlaf mal locker. 47 Sekunden. Ha, Kinderspiel. Oh, die Decke stürzt uns auf den Kopf. Der Himmel kommt runter. Oh, krass, Alter, ich seh die gar nicht mehr. Oh, geschafft, 31 Sekunden. Oh, top Zeit, Alter. Ja, sie macht wieder alles kaputt, Alter. Samus Weltzerstörerin Aran. Planet Silbes, ja, der einzige Planeten, den wir auf diesem Spiel besuchen werden. Na, ich sag auch gleich was zu diesem Planeten. Sobald wir gelandet sind, ja. Alter, ist sie besoffen? Okay, verstehe. Danke. Oh, Samus. Gelbes Raumschiff, alles klar. Verstehe. Was war das für ein Geräusch? Alles klar, verstehe. Alles klar, und los geht's. Ja, gehen wir mal hier lang. Alles klar. Bumm, kaputt. So, alles verlassen. Alle schlafen sie. Oh, krass, Mann. Na, was macht der hier? Oh, alles klar. Gut, okay. Was ist denn das los hier, Alter? Okay, so. Wir anscheinend. Oh, was, Alter? Boah, wir fallen. Klack, Knochenbruch. Beide Knöchel gebrochen. Nein, hat sie nicht. Ist aber sehr komisch, dass sie keinen Schaden nimmt. Jo, das ist aus dem ersten Teil, wo wir mal Rain umgelegt hatten. Achso, ich wollte was zu dem Planeten sagen. Ja, der setzt sich aus sechs verschiedenen Sektoren zusammen. Also, sprich, wir werden sechs Sektoren in diesem Spiel besuchen. Wo wir jetzt gerade sind, ist Crateria. Dann gibt es noch Brinstar, ist so ein U-Welt-Sektor. Dann gibt es Norfair, das ist Unterwelten-Sektor mit viel Lava und so, also das ist ziemlich heiß. So, und dann gibt es noch The Wrecked Ship, irgendwie so ein komisches Raumschiff, wo vor Jahrzehnten Astronauten gelandet sind und. Ja, ob die jetzt dann auch sind, keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay, das war jetzt gerade im Morphing Boy, den wir eingesammelt hatten. Damit können wir uns einen Ball machen. Seht ihr ja schon, alles klar. So. So, und dann gibt es noch Maridia, die Wasserwelt. Meiner Meinung nach die größte Welt überhaupt in diesem Spiel. Das sind sehr gefährliche Kreaturen, so wie ich das da mal damals immer gespielt habe. Ja, da können wir noch nicht vorbei. Dazu brauchen wir gewisse Items, zum Beispiel die Raketen, um weiterzukommen. Und ja, und dann gibt es noch Turian. Da ist das Kontrollzentrum von Cebes. Und alle Daten, die in diesem Sektor unterlaufen, sind streng geheim. Warum auch immer. Also unsere erste Rakete. Ja, Select Icon und dann Press X Button. So, und los geht's. So, wir müssen jetzt wieder nach unten, alles klar, verstehe. Okay. Verstehe. Okay. Na, hochspringen und... Alles klar, so. Und jetzt machen wir ein paar Raketen. Bumm, bumm, bumm. Ja, also man braucht 5 Raketen, um diese Tür zu öffnen. Habt ihr ja sicherlich schon gerade gesehen. Ja. Okay. So, Missile.